Lügen Olaf auf frischer Tat ertappt. Zunächst mal gibt es keine kulturelle Prägung irgendwo auf der Welt, die es akzeptabel macht, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen auszuüben oder Vergewaltigung. Ja, das hat er wirklich gesagt. Jetzt hat er es zu weit getrieben. Er lügt die Abgeordneten alle an bei der Regierungsbefragung vor der Sommerpause. Und die ganzen Feministinnen, sie schweigen. Frau Baerbock, sie schweigt. Niemand schreit auf. Dabei ist die Position der Bundesregierung die 180 Grad entgegengesetzt ist. Olaf Scholz erzählt hier einfach was uns vom Pferd. Es geht überhaupt nicht darum, dass es kulturelle Prägungen gibt, wo Frauen nicht so geachtet und geschätzt werden wie in unserer Gesellschaft. Ich kann euch das widerlegen in Hunderten von Beispielen. Hier neben mir seht ihr ein Foto, das ist nur ein Standbild. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, müsst ihr meinen Telegram-Kanal akzeptieren. Ich darf das hier auf YouTube nicht zeigen. Da seht ihr mal, was einer Frau passieren kann, wenn sie sich nicht an die Regeln hält, wenn sie im falschen Land geboren wurde. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Schaut euch das Video nur an, wenn ihr harte Nerven habt. Ansonsten bleibt einfach hier im Video und überspringt das. Es geht um Gewalt an Frauen und darum, dass wir uns nicht mehr sicher fühlen in unserem Land. Und da sagt Olaf Scholz Folgendes. Zunächst mal gibt es keine kulturelle Prägung irgendwo auf der Welt, die es akzeptabel macht, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen auszuüben oder Vergewaltigung. Ich bin immer noch fassungslos, dass diese Aussage unkommentiert seit gestern im Raum steht. Niemand schreit auf. Dabei ist die Position der Bundesregierung eine ganz andere. Dort heißt es zum Beispiel, weibliche Genitalverstümmelungen werden meist durch Frauen durchgeführt und sind mit kulturellen Traditionen verbunden. So gelten in manchen Kulturen Frauen nur als heiratsfähig, als besonders fruchtbar, an denen eine weibliche Genitalverstümmelung durchgeführt wurde, sagt das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Wenn das noch nicht genug ist, es ist hier die UN. Die hat einen eigenen Topic, der heißt Gewalt gegen Frauen als kulturelle Tradition. Der Ausdruck schädliche traditionelle Praktiken bezieht sich auf die Arten von Gewalt, unter denen Frauen in bestimmten Gemeinschaften und Gesellschaften schon so lange leiden, dass sie als Teil der jeweiligen Kultur angesehen werden. Diese Gewalttaten, zu denen die Verstümmelung der weiblichen Genitalien, Mitgiftmorde und Morde aus Gründen der Ehre zählen, fallen jedes Jahr Millionen Frauen zum Opfer. Olaf Scholz, du solltest dich öffentlich entschuldigen für diese Aussage. Vor allem solltest du die Zustimmung vieler, vieler Frauen jetzt verlieren, wer so offen und so dreist uns anlügt und einfach darüber hinweggeht, dass es kein Problem in diesem Land gibt und dass das Problem niemals etwas mit der Herkunft einer Person zu tun hat. Die Kriminalstatistik, sie sagt genau das Gegenteil. Kriminologen sagen das Gegenteil. Es ist einfach grotesk, was hier wieder behauptet wird. Aber selbstverständlich, es gibt auch Gewalt gegen Frauen unter Einheimischen, wenn man das mal so zusammenfassen möchte. Aber ihr wollt wissen, in welchem Kontext er das gesagt hat. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist auch nicht weniger heftig, wenn man den Vorteil, also die Frage dazu hört und wie er am Ende dazu spricht. Herr Bundeskanzler, die große Mehrheit der Deutschen hat Angst. Sie fühlen sich fremd im eigenen Land wegen wachsender kultureller Parallelgesellschaften. Die ganze Stadtteile abschotten, das Kalifat ausrufen, Clanherrschaften errichten, Hamas-Morde bejubeln und vieles mehr. Dabei geht es nicht um die Ausländer, sondern um bestimmte Migranten aus Orient und Afrika. Mit anderen Frauenbildern, Männerbildern, höherer Gewaltbereitschaft, nur zwei Beispiele. Allein diese Flüchtlinge begingen seit 2017 52.000 Sexualdelikte. Und bei den besonders abscheulichen Gruppenvergewaltigungen ist der Täteranteil von Afghanen 15 Mal höher als ihr Anteil an der Bevölkerung. Das Individuum kann ja immer auch anders sein. Aber die Gesamtmuster bleiben erschreckend. Inwieweit spielen für Sie, Herr Bundeskanzler, kulturelle Prägung aus diesen Herkunftsregionen eine Rolle bei all diesen Phänomenen? Zunächst mal gibt es keine kulturelle Prägung irgendwo auf der Welt, die es akzeptabel macht, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen auszuüben oder Vergewaltigung. Und deshalb sage ich nochmal, wer so etwas tut, muss mit der Härte des Gerichtssetzes rechnen. Er muss damit rechnen, dass er ausgewiesen wird, wenn er eine ausländische Staatsbürgerschaft hat. Und wir werden das auch mit den gesetzlichen und praktischen Maßnahmen möglich machen, die wir haben, dass das funktionieren kann. Und ich sage Ihnen auch nochmal ausdrücklich, es ist in keinem Fall irgendeine Rechtfertigung, die irgendjemand haben kann, dass er sagt, ich komme aus einem Kulturkreis, der das anders sieht. Hier ist Deutschland. Hier ist Deutschland, aber gilt hier auch deutsches Gesetz.
Diesen Satz hat er nicht mehr hinten dran gesetzt, auch wenn ich hier abgeschnitten habe, die Aussage. Es ist einfach unfassbar, was er hier vom Stapel gelassen hat. Ihr könnt euch das Video bei mir im Kanal anschauen. Das kommt aus dem fernen Osten, aus Afghanistan. Das ist bestätigt, dass das Video aus Afghanistan kommt. Ihr könnt es euch anschauen. Am Anfang ist es wohl nur der Ehemann, der hier vorgeht. Und schwupps sehen das ein paar andere. Am Ende ist die ganze Gruppe damit beschäftigt, das zu tun, was sie eben tun. Und dann stellt sich unser Kanzler hin und sagt diese Worte. Es ist einfach unfassbar. Es ist phänomenal, wie fernab jeder Realität dieser Mann lebt. Und nur weil die Frage von der AfD gestellt wurde, wird immer alles ins Negative verkehrt. Ich glaube, wenn Sie das nächste Mal Olaf Scholz fragen, ob heute die Sonne scheint und es scheint draußen die Sonne, dann sagt er nein, es ist dunkel. Einfach damit er das Gegenteil gesagt hat. Und damit meint Olaf, er wird wiedergewählt. Aber das erklärt auch, warum er glaubt, dass er wiedergewählt wird. Er lebt in einer völligen Illusion, in einer völligen Blase. Und das ist das Problem am Berufspolitikertum in diesem Lande. Sie wollen viel zu viele Jahre im Parlament sitzen. Selbst die AfD will 4 Mandatszeiten in Ordnung halten. Frau Saskia Esken sagte, nach 3 ist genug, jetzt möchte sie für die 4. kandidieren. Es ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man sollte es begrenzen, nicht nur die Zeit des Kanzlers, wie bei dem Präsidenten in den USA oder bei unserem Bundespräsidenten, da gehen auch nur 2 Amtszeiten. Man sollte es auch für Parlamentarier begrenzen, damit wir keine Berufspolitiker entwickeln, denn sowas braucht niemand. Ich bin gespannt, wie siehst du diese katastrophale Aussage hier von Olaf Scholz? Er hat hier die Frauen ins Lächerliche gezogen, er verachtet sie quasi, er verachtet vor allem die Gewalt gegen Frauen, indem er solche lapidaren Aussagen trifft. Von diesen Videos, die ihr in meinem Telegram-Kanal finden könnt, wenn euch das interessiert, gibt es Dutzende, wenn nicht gar Hunderte. Früher ist das wegzensiert worden aus guten Gründen, doch seitdem bei Twitter die Zensurschranke gefallen ist, dann kann man da, wenn man lange genug sucht, diese Videos dann auch inzwischen immer wieder finden. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram. Heute Morgen hat dich YouTube wieder nicht über eines meiner Videos informiert. Falls es dich interessiert, eine Umfrage zur Migration in diesem Land. Ansonsten sage ich ciao, bis bald und lass ein Abo da.